Ja, hallo liebe Freunde, willkommen auf dem Kanal Franks Modellwerke. Ja, es geht weiter mit meiner Bounty von De Agostini Model Space. Es ist immer noch die 7. Lieferung, es ist der 2. Teil. Und zwar wird jetzt hier mit den Leisten wird jetzt die Deckselplankung hinten am Heck und vorne am Bug erstellt. Und die seitlichen Stützen, die werde ich im Video zeigen. Ja, ich baue die Kamera dann mal um und dann fange ich auch direkt an. So, ich würde jetzt hier die Beplankung für das Unterdeck am Heck vorbereiten. Dann tue ich die Leiste erstmal weg. Ich habe mir dann vier Leisten schon mal zurechtgelegt. Ich soll dann sieben Leisten auf 110 mm schneiden. Ich habe jetzt viermal schon mal vier aufgemessen. Anleitung 110. Ich habe das auch jetzt hier mal nachgemessen. Was ich jetzt gemacht habe, das ist auch 110. Also habe ich in dem Bereich alles richtig gemacht. Dann nehme ich mal ein Brettchen, wo ich drauf schneide. So. Und dann fange ich hier mit der Säge und säge die ganz einfach. Ich säge extra noch ein bisschen, einen Ticken länger. So. In 110 und zeige ich mir quasi die nächste dann auch wieder an. Na. Und fall nachher die. Ich lasse ungefähr jetzt Millimeter mehr. Und wenn ich ihn nachher geleimt habe, dann tue ich das alles noch mal ein bisschen passend schleifen und feilen, damit das auch wirklich exakt da drauf passt. So, die anderen Leisten mache ich für mich und dann sehen wir uns gleich. Jetzt hier sind die sieben Leisten. Zwei habe ich jetzt schon zusammengeleimt. Ich habe mich entschlossen, das wie in der Anleitung beschrieben zu machen. Und zwar erst die Leisten alle zusammenzuleimen, dann das Loch von dem, für den Mast einzubohren und das Ganze dann aufzukleben. Ich bin jetzt zwar hingegangen, habe die jetzt auf Länge geschnitten, die sind in 1-2 mm schon länger und habe jetzt die Seiten leicht angeschliffen, weil die Leisten ein bisschen faserig sind und mit die ja besser zusammenpassen, ja, habe ich die kurz angeschliffen. Jetzt tue ich noch ein bisschen Leim drauf. Und klebe die ja zusammen. Drücke die gut an. Gehe dann natürlich wieder mit dem Lappen drüber. Ups, das ist die eine. So. Drehe das Ganze dann rum. Mache ich auch wieder den Leim weg. So. Alles gut angedrückt. Jetzt lege ich mir noch eine andere Leiste hier hin und stelle wieder meine Gewichte drauf und lasse das wieder ein paar Minuten, so 10 Minuten lasse ich das antrocknen, weil es ja auch schnell Leim ist, das funktioniert. Und wenn man da vorsichtig weiterarbeitet, dann komme ich gut zurecht. Ja, alles wunderbar. So. Und dann mache ich jetzt die anderen für mich und dann zeige ich euch gleich quasi den ganzen Boden dann. Das Stück Deck ist jetzt fertig durchgetrocknet. Ich habe mir jetzt angezeichnet, wie ich das gerade zurückfallen kann. Ich habe ein paar Millimeter schon drüber stehen lassen. Ich bearbeite das, schleife das und dann muss ich hier noch ein Loch bohren für den hinteren Mast. So, ich habe die Enden jetzt bearbeitet, sind jetzt alle glatt, ich habe es auch schon mal leicht geschliffen. Das Kreuz, ich habe das Loch jetzt angezeichnet, das ist jetzt von der Kante 15 mm weg und mittig. Das Bauteil ist 45 mm breit und ich habe davon die Mitte genommen und dann passt das. Ich würde jetzt das Loch einbohren, da kommt ein 10 mm Loch rein. Moment, da mal das vorbereiten. Mal gucken, habe ich gerade nicht gemacht. So, 10er weg. Ich habe dafür einen Akkuschrauber, nehme ich jetzt. Ich benutze auch dafür jetzt einen Metallbohrer und keinen reiner Holzbohrer, weil die mir so eine Spitze haben und die reißen mir das zu sehr. Deswegen nehme ich jetzt einen Metallbohrer dafür. Ich setze das dann an. Ich hoffe, vielleicht sollte ich das klein vorbohren oder kriege ich das so? Ja, ich kriege es so angesetzt.
Notiz. So. Noch mit dich jetzt. Na, jetzt ein bisschen aufwand, fast verrutscht. Ich würde doch lieber zentrieren sollen. Das war jetzt dumm von mir. Ach ja, trotzdem ein. Passt noch, wunderbar. Also den Rest mache ich aber lieber jetzt eine runde Pfeile. Ich hätte das besser zentrieren sollen, da habe ich nicht ganz aufgepasst. Okay, ich pfeile das jetzt mal aus, damit es auch so schön mittig ist und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. So, das Loch ist drin. Ich könnte das auch, das mittig wird, könnte ich noch so weit retten. Ich habe wahrscheinlich, das ist ein 10er Bohrer. Und das Brettchen, was ich auch als Unterlage, ist ziemlich hart und das habe ich ein bisschen unterschätzt. Nächstes würde ich das mit einem kleinen Bohrer nochmal vorbohren, aber ich habe ja noch eine Gelegenheit hier von vorne, muss ich das gleiche im Prinzip auch nochmal machen. Und dann wird das wahrscheinlich dann auf Anhieb besser funktionieren. Es ist ja noch alles gut gegangen, ist aber alles okay. So, dann würde ich das Brettchen jetzt mal einleimen. Ein bisschen Leim drauf. Ein bisschen verteilen. Das ist ein bisschen viel. So. Kann man gleich noch ein bisschen sauer machen. So, so eine kleine Unterlage. Ich kann jetzt hier die Sinner 7 Leisten durch die mittlere Leiste. Die kann ich ja gut erkennen. Und das mache ich mit dem Augenmaß. Die Streben, die nach unten laufen, da kann ich ja gucken, wie ich das drauflege, damit das auch mittig ist. Und so kontrolliere ich das. Drücke das dann gut an. Jetzt muss ich mal kurz gucken. So. Ich drücke das mal richtig an. Da stehe ich jetzt gleich ein Gewicht drauf. Aber von der Seite sieht schon gut aus. Der Mast würde auch reingehen. Hier ist es auch okay, finde ich. Okay, dann mal ein bisschen Leim wegmachen. Aber so ist es okay. Lieber doppelt, dreifach nochmal kontrollieren. Das sieht gut aus. Und stellen wir nochmal ein Gewicht drauf. So. Am besten nehmen wir hier auch noch eine. Und lass das Ganze mal trocknen und dann fange ich von vorne an. So, das Deck ist soweit drin, ist auch alles getrocknet. Und ich habe jetzt angefangen, hier vorne die Leisten vorzubereiten. Und zwar, jetzt zeige ich euch mal, ich hoffe, das blendet jetzt nicht so viel, wie ich es so einigermaßen so gezeigt kriege. Ich muss auf mein so. Also, ja, ah, da ist die Lampe, da ist eine Lampe. So, drehen wir uns da. Es soll ja, die eine Leiste geht hier vorne in den Bug vorne rein und dann wird das ein bisschen leicht abgerundet. Und dann soll das ungefähr so aussehen, aber bei mir soll es nicht so aussehen. Ich möchte ein bisschen sauberer haben, deswegen ich schleime das jetzt auch wieder vor. Auch die Leiste, die ein bisschen vorsteht, und dann möchte ich mir ganz langsam, dass mir für meine zwei Dohlen, die ich vorne habe, die per Hand geschliffen sind, will ich das dann richtig anpassen. Ich zeige jetzt mal kurz jetzt hier, das ist die mittlere, die passt soweit, die kann man jetzt hier anlegen, die steht auch hinten wieder ein bisschen über, das passe ich mir später wieder an und so sieht das dann aus, wenn man hier dran leimt, aber ich würde die jetzt quasi hinten bündig machen, so, und dann kann ich hier vorne alles dann genau anpassen.
ist zwar ein bisschen aufwendig. Ich glaube, man kann es auch hingehen, jede Einzelleiste reinkleben und das anpassen. Aber ich entscheide mich, habe mich jetzt so entschieden, dass ich das laut Anleitung mache. So, dann tue ich nochmal eine Leiste zeigen, nochmal kleben. Dann, ich glaube, beide Wege, die führen zum richtigen Ziel. Ups, wenn man die Katze. Oh mein, habe ich jetzt rumgesaut. Das war jetzt nicht so gut. Da muss ich es gleich gut sauber machen. Und das ist jetzt die mittlere. Dann nehmen wir die dann. Setzen die dann hinten bin ich an. Ja. Mein Lappen. Und den Leim dann wegmachen. Dann funktioniert es ja auch. Andrücken, damit der Leim auch schön rauskommt. Okay. Also hier so liegen, ein bisschen trocken machen, ein bisschen feucht. So. Und dann stelle ich schon mal meine Gewichte drauf, damit die Leiste auch ja gerade bleibt und die erstmal so abtrocknet. Ist ein bisschen aufwendig. Aber ich habe als Modellbauer hat man ja Zeit. Es sind auch wieder 7 Leisten dran und dann mal. Der vordere Boden sieht jetzt so aus. Da ist schön getrocknet. Vorne jetzt der Bereich am Bug. Das passt natürlich jetzt noch nicht. Ich will jetzt hingehen mit der Schlüsselfeile. Mir das alles jetzt nachschleifen, nachfeilen, bis das irgendwann so weit richtig reinpasst. Vorne am Bug ist jetzt soweit angepasst. Ich habe das alles mit der Feile jetzt soweit gemacht. Ich bin noch hingegangen auf der Rückseite. Habe ich jetzt mal so einen Strich gemacht, weil ich ungefähr gleiche Höhe habe. Den Schleif gleich auch weg. Aber ich bin hingegangen, habe auch die Seite so noch abgeschrägt. Dann habe ich dann hier, weil es ja auch ein bisschen schräg läuft, einen besseren Auflagepunkt. Und es liegt dann gut auf. Was ich jetzt dann mache, ist hier das hier am anderen Ende würde ich das jetzt auch noch anpassen, auf Länge machen. Und dann würde ich ja nochmal hier für den vorderen Mast auch nochmal ein Loch bohren. Ich hoffe, das klappt dann besser wie hier hinten. Das Brettchen sieht jetzt so aus. Ups, da, beiden Seiten. Das passt da jetzt auch weit rein. Ja, das geht da drauf. Passt alles soweit. Ich bin jetzt hingegangen, habe mir für den vorderen Mast. Da soll man ein Loch bohren, 58 mm von dem Ende weg. Ich habe mir das jetzt vorgebohrt mit 2 mm diesmal, damit das ein bisschen besser klappt, nicht wie hier hinten. Und habe mir noch eine andere Holzleiste jetzt aus dem Keller geholt, weil das Brett doch ziemlich hart ist und dann ist der Bohrer nicht richtig durchgegangen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser. Deswegen habe ich das 2 mm vorgebohrt, kann das jetzt besser ansetzen. Scheint zu passen. Ja. Geht auf jeden Fall besser, aber ich glaube, der Bohrer hat auch schon mal bessere Tage gesehen, der war auch schon mal schärfer. Das sieht jetzt so aus. Ich würde es jetzt noch mit der Rundfeile noch ein bisschen anpassen, aber auf jeden Fall besser wie eben. Oder wie eben wie das Mastloch hinten am Heck. So, ich feile es jetzt mit der Rundfeile nochmal nach. So, es ist verbracht. So sieht es jetzt aus. Und jetzt kann ich das Element, das Bauelement, das Teil, Bauteil quasi einleimen. Das soll ich natürlich jetzt machen. Ein bisschen drauf tun.
bisschen länger. So, ein bisschen schön verteilen. Okay, dann kann man das einleimen. Drücken. Mal sauber machen. Los. Ich glaube, es müsste aber passen. Ist in einer Flucht. Wunderbar. Ja, dann halten wir es ein bisschen fest. Und zwei von meinen Flaschen draufstellen. Und lass das dann trocknen. Ich habe jetzt die erste seitliche Stütze eingebracht. Das ist an der Steuerbordseite. Wie ich das einmal ein bisschen üben kann, wie ich das am besten mache. So, und dann soll ich dann die vorbereiten für die Backbordseite. So sieht die Platte aus. Man kann auch erkennen, dass die Laserung an den Seiten, an den Verbindungsstücken ein bisschen aussieht wie vom Puzzle. Das ist auch alles ein bisschen versetzt, damit man sich da auch nicht vertun kann. Aber man kriegt ja angezeigt, welches man zuerst nehmen soll, als zweites oder sowas. Das funktioniert ja. Ich habe auch festlicherweise schon diese beiden Leisten, Brettchen ins Bild gehalten, aber die brauche ich in dieser Ausgabe noch nicht. Deswegen, die werden jetzt in der Sittenlieferung noch nicht verbaut. Es geht jetzt nur noch quasi hier um dieses Teil, das ist Bauteil 7-02. Also ich löse das quasi aus. Und tue die... jetzt ist er, wie in der Anleitung eigentlich auch beschrieben, auch verleimen. Ich habe mehrere Ratschläge bekommen, ich sollte besser oder sollte lieber die Teile einzeln einleimen. Aber ich habe nach langem Überlegen mich entschlossen, das wie in der Anleitung zu machen. In der Anleitung ist beschrieben, man sollte das erst zusammenleimen und dann einfügen. Das hat auch eigentlich, wie es so gemacht hat, hat für mich wunderbar funktioniert. Also mache ich natürlich die Backbordseite dann genauso. So, dann leime ich das ein bisschen mal zusammen. Genug Leim dran. So, wische mir das auch ein bisschen dann aus. Ich kenne das sehr gut hier nach dem Karo-Muster dann. Oder Gittermuster, sagen wir so, dann schön auswischen, dass es auch schön gerade ist. Überflüssige Leim geht natürlich, mache ich natürlich wieder weg. So, drücke das nochmal zusammen. Lege mir das so hin, wie ich das auf der Linie, wie ich das sehen kann. Nehme mir noch eine Leiste als Unterstützung und stelle dann wieder zwei Gewichte drauf. Meine Spezialgewichte. Lass das eine Zeit lang trocknen. Mal gucken, jetzt kommt was verrutscht. So. Und dann mache ich schon gleich weiter. Ich setze die anderen jetzt auch dann dran und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis und dann werde ich die Leiste dann einbauen. Die seitliche Stütze ist jetzt verleimt. Sieht jetzt so aus. Und was ich jetzt gemacht habe, hier an der Steuerbordseite, an der Leiste, über die Stütze. Ich habe die Enden, quasi hier, die ist ja leicht verdreht und die ist ja leicht gerundet zur Dode hin. Und da bin ich hingegangen, habe die jetzt in dem Fall, habe ich hier mit Wasser, habe ich die angefeuchtet, habe das was einziehen lassen. In dem Fall mache ich das hier ein bisschen mit dem Pinsel, die zwei Seiten. So, das mache ich jetzt so.
lasse das jetzt ein bisschen einziehen und dann teste ich das, was immer mal ein bisschen drücken, damit sich das biegen lässt. Gegebenenfalls wiederhole ich das nochmal, damit er noch ein bisschen mehr Wasser aufnimmt. Und dann passt das so. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen einweichen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es ist ein bisschen eingeweicht alles. Wie ihr seht, die Leiste ist schon leicht ein bisschen krumm. Ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen, die schon ein bisschen in Drehung zu geben. In dem Fall. Und vorne vorsichtig das gleich vorzubiegen. Hat ja nichts passiert. Hier können wir noch ein bisschen Wasser noch ein bisschen. Ich kann noch ein bisschen einziehen. Aber das ist nicht so tragisch. Das hat da vorne auch soweit gut funktioniert. Das ist nur so, damit die Spannung rausgeht. Man kann es auch schon jetzt schön biegen, wie man es haben möchte. Und jetzt fange ich an, ein bisschen Platz machen. Ich muss jetzt die Werft jetzt immer ein paar Mal hin und her, damit ich immer was sehe. Ich lege mir jetzt hier ein paar Klammern zurecht. Klammern oder, das sind ja Zwingen. Damit ich das gleich jetzt so haben, langsam drehe ich es hier vermisst, dass es jetzt gleich so wird, wie ich es haben möchte. Da tue ich schon den Deckel, tue schon ein bisschen Holzleim. Nehme ich ein Pinselchen jetzt in dem Fall, ich habe sonst nicht wieder Wattebausch oder so, deswegen ist es auch egal. Und dann in den Stellen da, wo Leim hingehört, nehme ich den Leim dann auf, auch in der Höhe, auf alle Spanten kommt jetzt Holzleim. Aber ich würde jetzt hier in dem Fall nur so, hier sind das also ersten 6 Stück, werde ich jetzt machen. So, pinsel mal in Wasser rein und dann muss ich jetzt gucken, jetzt ein paar Mal hin und her, damit ich auch sehen kann, wo ich hin muss. Also, bevor ich jetzt die Kleber habe ich fast vergessen. Es sind auch Bezeichnungen hier auf der Leiste drauf. Jetzt hier für vorne, jetzt vom Bug her waren da Buchstaben. Jetzt G, B, E und dann hier 6 und das ist dann hier 14. Für die jeweiligen Spanten. Weil man hier auf der Werft hat ja auch die Zahlen auch draufstehen. Und dann mit man sich leider vertut, wo man weiß, wo die. In welcher Höhe die angeklebt werden muss und man hat den Spann quasi eingezeichnet, damit man auch sieht, mit die Leiste auch so wirklich mittig auf dem Spann dann sitzt. So, jetzt fange ich dann hier an. Jetzt ist es soweit an. Halte ihn ein bisschen fest. So. Ich nehme dann so eine Zwinge. So, und drücke die mal langsam an. Gucke, prüfe das, und das auch alles soweit passt. Genau, so. Man hat ja auch bei manchen Spanten hat man ja auch so Einkerbungen. Und da kann man die genau dann da reindrücken. Gucken wir die hier. Nicht zu viel Druck, nur damit die auch schon ansitzt. Und dann passt es. So, hier ist die Leiche ein bisschen so vielleicht angeknackst, aber es passt noch. Ja. Okay. So. Was ich sehen kann, passt das jetzt alles. Und ich lasse das jetzt mal ein bisschen anziehen und dann baue ich dann gleich weiter. So, das ist jetzt soweit getrocknet, der erste Abschnitt. Und inzwischen hingehen, das die ganze Reihe durchkleben. Quasi bis kurz vor der Rundung. Dafür werde ich jetzt nochmal die Leiste ein bisschen wegnehmen. Den Pinsel was Leim dahinter tun. Und dann passt das schon. Man hat ja teilweise eine Spanten die Auskerbung, dann weißt du genau, wo man hin muss, welche Höhe man haben muss.
Dann passt das. Hier ist auch der letzte Spand, das ist der Spand E. Der hat auch nochmal so eine kleine Vertiefung, da können wir genau die seitliche Stütze kann man genau da reinsetzen. So. Jetzt können wir das Ganze nochmal andrücken. Dann ist das genau da rein. So eine Klammer rein. Ich bin jetzt gerade eben nochmal hingegangen. Habe das eben nochmal nass gemacht und jetzt kann ich das, die Leiste schön ein bisschen schon mal reindrücken, damit die leicht die Rundung annimmt. Und dann funktioniert das. Jetzt kann ich dann hier noch die Leisten dran setzen. Ja, wo ist die Vertiefung? Die andere. Na? Wo war sie? Da war sie. Und da kann man mehrere Klammern dran setzen. Und so klappt das. Ich setze jetzt also fest und lasse es dann wieder trocknen. Ja, das ist soweit getrocknet. Jetzt mache ich die ganzen Klammern los. Und setze dann vorne noch eine Dohle vorne an der Backbordseite noch die Rundung. Ein bisschen Holzlein. So. Die eine lasse ich hier jetzt als Unterstützung noch dran. Halt mal kurz so ab. Soweit fest. So. Jetzt kommt, was ein bisschen schwierig ist, weil doch ein bisschen viel Spannung und das, weil ich es doch auf Höhe kriegen muss. Ich habe zwar hier noch die Kerbe, aber ich muss das ja irgendwie alles gerade kriegen, dass so in einer Ebene läuft. Dann noch ein bisschen Leim, ein bisschen wenig von hier vorne auch noch. Also hier vorne wird das ein bisschen lustig oder schwierig, dann noch irgendwas richtig in eine Position zu kriegen. Aber es hat hier vorne auch geklappt, ich muss noch ein bisschen Geduld haben. Ja. Muss auch wieder nur ein bisschen Leim wieder ein bisschen wegmachen. Und wenn ich die Klammern hier setze, geht das ja so nicht mehr. Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen, aber es geht schon. So. Na, ich glaube schon. Einmal. Aber ich glaube, das funktioniert. Jetzt habe ich die falsche Klammer. Die hat keinen Spanner dran. Ja, ein bisschen Druck drauf. Guck, ob die Höhe so stimmt. Okay. Scheint alles richtig zu sein. Ich lasse das trocknen und zeige euch schon, wenn ich alles weg habe, nochmal das Ergebnis. Die seitliche Stütze ist jetzt eingebaut. So sieht das Modell jetzt aus. Ich hebe es mal aus der Werft raus. So, ganz vorsichtig, dann zeige ich euch das mal. So sieht das jetzt aus. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen das einstellen kann. Ein bisschen, damit die auch dann ganz drauf geht. So sieht das jetzt im Moment aus. Ist jetzt Lieferung 7 ist damit abgeschlossen. So sieht das jetzt aus. Und dann wird es jetzt demnächst dann weitergehen. Na, langsam da einsetzen. Na.
jetzt geht's. Hat sich das verkantet, da ist hier drin. So, die Lieferung I7 ist fertig. Hier habe ich schon die Lieferung 8 oder Pack 8. Und ja, das war's dann. Über ein Abo, Daumen hoch, würde ich natürlich sehr freuen. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und so weiter. Ja, bis zum nächsten Video. Es wird, glaube ich, auch wieder ein Baute-Video sein. Bis dann.